Hallihallo und ein herzliches Willkommen bitte im Sumpf. Und zwar, wir müssen unsere Tränke auffüllen. Die müssen wir unbedingt. Was haben wir hier eigentlich? Die nächsten drei Treffer vergiftet das Ziel. Pech, Sprengfeuer. Werdet den Zielbereich mit Pech, das 60 Sekunden lang bestehen bleibt und sämtliche Gegner verlangsamt, die den Bereich betreten. Gewährt 30 Sekunden lang einen Bonus und plus 12 auf den Rüstungswert. Okay. Also ich habe den jetzt bis jetzt noch kein einziges Mal benutzt. Und den eigentlich echt, den finde ich eigentlich echt geil. Gut. Wir müssen nach da unten. Jetzt muss ich bloß kurz, ich muss Blackwall mitnehmen. Da. Hoppla. Vivienne hätte ich gerne. Cole ist eigentlich auch ganz interessant, denke ich. Bloß ich habe ganz gern, das hat man ja gesehen, immer zwei ihr Fernkämpfer dabei. Aber naja. Außerdem habe ich jetzt noch ein Upgrade. Das mache ich doch gleich noch. Guck mal, was kann man hier machen? Vorreiter, was haben wir hier? Du konzentrierst dich auf deine Verteidigung und gewinnst durch jeden nahen Gegner zusätzlich Block. Nachdem dein Angriff abgeschlossen ist, kostet dich deine nächste Fähigkeit keine Ausdauer. Auch nicht schlecht. Deine Gruppe fügt verhöhnten Zielen höheren Schaden zu, da deine Worte an den Nerven deiner Gegner zehren und sie dazu verleiten, Fehler zu begehen, die sie verwundbar macht. Macht Stärke plus 3. Es ist halt dann schon wieder. Was haben wir hier? Undurchdringliche Vertreib. Wenn dich deine Gegner nicht treffen, können sie dich auch nicht töten. Du hast einen Bonus auf Blockmaximum. Macht es da. Okay, dann haben wir der Black Wall, der hat auch einen. Der ist hier. Nein, ich meine, das hier ist er. Ja. Das ist halt sein Eigenschutz. Wenn wir das ein bisschen. Du kämpfst erbittert, wenn du verletzt bist und gewinnst dadurch Ausdauer, sobald du Gesundheit verlierst. So, fangen wir die Musik im Hintergrund aus. Ein bisschen schwappelt die Musik im Hintergrund, das ist irgendwie eklig. Viele deiner Gegner denken, ein Schild diene nur der Verteidigung. Du räumst mit diesem Irrglauben auf, indem du deinen brutalen Schlag ausführst, mit dem Block deines Gegners zusätzlich Schaden hinzufügst. Um deinen Schild zu schützen, mit der Fernkraft der Konstitution. Effektgesetze, um ein Kombo auszuführen. Okay. Was haben wir in Ding? Kriegst du ein Ziel von hinten an, wird es durch deine Treffer verlangsamt. Kampfrolle. Du machst einen Hechtsprung und rollst dich dorthin, wo du in der Schlacht sein musst. Sei es in Übermacht zu entkommen oder im Flankenangriff. Also eine gewaltige Reserve. Du kommst schneller wieder zu Atem als die meisten anderen. Deine Ausdauer extrem niedrig. Nee, ich will das mit dem Schild. Welches war das, das hier jetzt, ne? Ja. Anwenden. Das sind jetzt alle Level 10 und ich bin 11, genau. Kann ich hier ein? Nein, ich muss hier laufen überall. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Man weiß nicht durchs Wasser, aber ich glaube, das schaffen wir gar nicht, wenn wir hier durchs Wasser quer durch reinlaufen. Werden immer wieder so viele Gegner sein. Das ist der Wahnsinn.
eigentlich nicht schaden, weil wir dann halt Level kriegen. Oh, das sind 12er. Einer weniger! Der ging jetzt aber relativ fix. So. Jetzt mal raus aus dem Geplansche da. So. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ihr wisst schon, dass der Inquisition auch Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen, oder? Es ist ein Gebot der Höflichkeit, den eigenen Reisegefährten gegenüber ab und an auch mal ein Bad zu nehmen. Aber ich bin doch ein ungehobelter Vagabund aus den Wäldern. Die Gebote der Höflichkeit gehen weit über meinen Horizont hinaus. Die zwei kommen ja immer noch erstklassig miteinander aus. So, wir müssen dahinter. Ja, ja, das weiß ich. Wir sollten uns umsehen. Ach hier, Schlüssel zur Hütte. Oh nee. Und ich habe überall alles abgesucht, ich Vogel. Mann. Durchnässtes Tagebuch. Ein im Fallbruch gefundenes Tagebuch. Ein durchnässter Eintrag, 10 Tage alt, ist noch lesbar. Das verdammte Dach leckt und ich esse seit einer Woche gekochte Wurzeln. Ich hocke hier in einem Moor, in das seit 10 Jahren niemand auch nur gespuckt hat. Immer noch besser als das Gesindeviertel Andraste, sei Dank. Das ist für einige Zeit das letzte Mal, dass ich die Stadt besuche. Ich mache mir Sorgen um die Gärtners. Okay. Keine Ahnung. Einfach bloß Gebabbel. Müssten wir hier denn noch irgendwas haben? Ach, hier ist noch was. Meine Nase juckt gerade. Okay. Okay, das war's. Dann müssen wir noch runter. Hier hin. Hä? Ach, wir sind hier oben. Wir sind noch gar nicht hier unten gewesen. So gut. Dann verlaufen wir mal da runter. Ist mir egal. Ich laufe jetzt einfach, weil immer das ganze Zeit ist... Oh, das ist echt nervig, wenn er da, sobald er da ins Wasser bloß ein bisschen reinplanscht. Also manchmal... Hätten wir da nicht eigentlich hinreißen können? Ih, war gerade voll die Fliege. Oh, da bin ich mal gerade erschrocken, Alter. So we put our hands up. Oh, 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 oh. Ich glaube aber eher, dass es innen ist.
Oder oben. Da haben wir noch so einen Sommerstein. Geh noch mal außen rum. Das ist oben. Das heißt, wir müssen da erstmal nach oben kommen. Und dann können wir erst hier was anstellen. Da. Cool. Sag mir, dass du die aufkriegst. Ja, aber da müssen wir rein. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Kann ich denn nicht beim Cole irgendwie jetzt die Geschicklichkeit reinsetzen? Plus 3. Was fehlt denn Cole noch an, Dings? Aber der hat doch 21, ist doch gut. Ist da vielleicht nicht einen anderen Weg, da reinzukommen? Woran sehe ich, wie viel Cole eigentlich noch braucht? Ich guck mal schnell, vielleicht können wir irgendwas am Ding machen. An den Waffen, wo dann ein bisschen Klugheit. Stufe 13. So. Schon mal da. Was hat das jetzt? Schaden? Plus 7 Geschicklichkeit. Jetzt könnte man mal probieren. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Kann ja sein. Wer weiß. Völlig geschickte Hände, gute Werkzeuge. Aber Errungenschaft. Ach, Errungenschaft erforderlich. Jetzt gehen wir dahin und dann gucken wir mal, weil das ist ja assi. Ich muss mich da mal im Internet informieren, wo ich jetzt die Errungenschaft herkriege. Ist mir nämlich schon öfters aufgefallen, dass. Aber ich habe da nie richtig gelesen. Ach so, ich musste andersrum. Oh, also nochmal hoch. Oh, Niki. Oh, Niki. Oh, Niki, da, 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 da. Oh, Niki, da, 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 da. Will ich jetzt da runterspringen? Nein. Hey, das hat kein Leben abgezogen. Doch, halbes Leben. Mir hat's gerade gebümmelt. Ach, das war bloß fair. Fatzebuck. Da, 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 da. Ich muss gleich wieder Aufnahmepause machen, denn mein Freund kommt gleich nach Hause. Und da, 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 da. Du, 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 du. Du, 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 du.
Da. Gut. Ausgezeichnet. Blackwatch stimmt absolut zu. Gut, dann haben wir das doch hier. Dann könnten wir doch rein theoretisch wieder wegreisen. Weil ich krieg die Scheißtür nicht auf. Keine Ahnung warum. Muss da so eine Scheiß-Dings da machen. Ihr wisst es ja. Also, dann reise ich nach Haven. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.